30 Minuten mit, heute live aus Hannover, naja, fast live aus Hannover mit Timo Krämer. Vielen Dank, dass du da bist, Timo. Sehr gerne. Schön, ich freue mich total, dass wir hier sitzen können, dass wir mal quatschen können. Und ich habe wie immer meine drei Standardfragen für die Einleitung, fürs Reinkommen. Zuerst einmal dein Alter, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 49. 49, also fast 50, du bist auf jeden Fall Kind der 70er. Ja. Hat sich das musikalisch geprägt? Oh, natürlich. Dann schließt dir nämlich die nächste Frage direkt an. Was war deine erste Platte, zumindest an die du dich erinnern kannst, die du entweder selbst gekauft hast oder die du geschenkt bekommen hast? Selbst gekauft. Meine erste Single war La Isla Bonita von Madonna und meine erste LP war New Jersey von Bon Jovi. Wow, New Jersey von Bon Jovi. Das heißt, da wurde wahrscheinlich dann auch schon der erste Dorn gesetzt, die Gitarre zu deinem Instrument zu machen. Die Gitarre ist, glaube ich, dein Instrument, ne? Es gibt verschiedene Instrumente. Ja, gelernt habe ich Violine damals, 12 Jahre lang. Okay, das hängt jetzt nicht direkt mit Bon Jovi zusammen. Nee, aber das war auch eher eine Entscheidung, die zu Hause getroffen wurde. Fremdbestimmt quasi. Ja, okay. So halb. Wissen genau. Eltern, was sie sich damit einhandeln, wenn sie sagen, unser Kind lernt jetzt Violine? Im Nachhinein wäre Klavier natürlich sinnvoll gewesen. Ne? Weil ja, ist auch ohrenschonender. Ja, also. Und hätte mir mehr genützt wahrscheinlich als Musikproduzent. Ja? Aber ja, also jetzt mache ich halt viel mit Orchester, auch mit dem Background. Ja. Ja. Ansonsten habe ich später dann Schlagzeug gelernt und selber immer ein bisschen Klavier und Gitarre noch. Dann bist du quasi eine One-Man-Band geworden? So ein bisschen, ja. Aber halt nur eine mittelmäßige. Ja, okay. Also der Rock war dann auf jeden Fall für dich, war das dann auch das prägende Ereignis zu sagen, okay, ich muss jetzt Rockmusiker werden? Oder war das vielleicht dann eher dein erstes Konzert? Das wäre nämlich die dritte Frage. Was war dein erstes Konzert? Das ich besucht habe? Ja. Philip Boar and the Voodoo Club oder Cult, wie hieß Club. Das damals? Genau, Club. Philip Boar and the Voodoo Club. Aber das zweite war direkt Rage Against the Machine. Das war dann gut. Das war dann direkt die Initialzündung, zur Gitarre zu greifen und durchzustarten? Das war ein Alice Cooper Album. Alice Cooper? Wo Poison auch drauf war. Okay. Es hieß auch Poison, glaube ich. Ne? Hast du dich dann auch angemalt und die schwarze Haare gefärbt? Nee, aber ich wollte unbedingt eine E-Gitarre dann haben. Ja, okay. Das und einen Genesis-Song. Ein Genesis-Song? Ja. Aus der Prog-Rock-Zeit noch oder aus der 80er, 90er? Anfang 90er. Anfang 90er dann schon. Okay, ja. Alles klar. Weil Genesis hat ja eine alte Vergangenheit, die wenigsten tatsächlich wissen, dass es wirklich sehr abgefahrenes Zeug ist und wo man auch nochmal feststellen konnte, dass Phil Collins ein fantastischer Drummer ist. Du als Drummer kannst es wahrscheinlich am ehesten einschätzen, dass der Bursche mehr drauf hatte als In the Air Tonight. Ja, und auch die Mixe, ne? Also die ganzen Phil Collins Songs ist auch Schlagzeug wahnsinnig im Vordergrund. Und selbst wenn jemand anders das gespielt hat, ja, ist da viel mehr drin, als andere erlauben würden. Kennst du denn dann auch den Sohn von Phil Collins, Nick Collins? Ist der dir schon mal begegnet in irgendeinem Video oder bei irgendeiner Musik? Nee, tatsächlich nicht. Der Sohn von Phil Collins ist ein fantastischer Drummer, ein super sympathischer, gut aussehender junger Mann, der wirklich alles trommeln kann, der auch bei Genesis tatsächlich die letzte Tour getrommelt hat und auch bei Phil Collins getrommelt hat. Und ich habe immer zu meinem Kollegen Björn, meinem Podcast-Kollegen Björn gesagt, der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass Phil sich das ausgedacht hat, was Nick spielen kann. Also Nick kann das alles spielen, was Phil gemacht hat, aber Phil hat es sich halt ausgedacht und ist damit noch eine kleine Stufe oben drüber. Okay. Aber der Schritt in die Rockmusik, war das dann für dich auch klar, dass du Bühnenmusiker wirst? Oder ich meine, du bist mittlerweile Live-Mischer, wenn ich mich recht entsinne. Und Audio-Ingenieur natürlich im Studio und so weiter. Aber war das dann für dich auch der Schritt, ich will unbedingt Bühnenkünstler werden? Oder warst du dann eher schon mit der Musik als audiophiler Gestalter verheiratet? Ich wurde ja leider nie Rockmusiker. Ne? Ich bin es ja auch eigentlich gar nicht. Ich bin ja in ganz anderen Musikrichtungen gelandet. Wo bist du denn dann gelandet? Also beruflich tatsächlich eher im Hip-Hop irgendwann. Okay. Privat Metal und Klassik, beruflich dann Hip-Hop. Aber ich wollte schon Rockstar werden natürlich und wollte auf die Bühne. Das ist ja, wo man dann mit 16 irgendwann anfängt, davon zu träumen. Warum man sich die Axt umhängt quasi. Genau. Ja. Genau. Wir wollten einfach die Ladies beeindrucken, ja. Das stimmt tatsächlich. Ich war lange Leistungssportler und habe dann aber später festgestellt, erstens, mit noch mehr Training werde ich nicht viel schneller. Zweitens, bei der Musik kommt man leichter an die Mädels ran. Nicht, dass das irgendwann leichter ist. Bei dir hat es geklappt, ja? Nee, bei mir hat es natürlich auch nicht geklappt, okay. Aber die Idee war gut. Aber dann musst du mir dann vorstellen, dass der junge Timo dann mit langen Haaren irgendwo im Schwabenländler auf der Bühne steht und vor sich hin brettert? Mhm. Okay. Genau so. Genau so. Mit Bembel noch in der Hand. Unmögliche Frisur, unmögliche Klamotten. Und habt ihr dann eigene Musik gespielt oder habt ihr gecovert? Beides. Also ich hatte verschiedene Bands in der Zeit, habe auch zuerst Schlagzeug gespielt und später dann erst Gitarre. Ah, verstehe, okay. Und mit meiner Schlagzeugband haben wir eigene Songs gespielt, mit der Gitarrenband haben wir gecovert. Crossover-Songs gecovert. Ja, bis zu einem gewissen Punkt wahrscheinlich, wo du dann festgestellt hast, dass ihr nicht erfolgreicher werdet? Oder wie ist der Schritt dann für dich hinter das Mischpult eher gekommen?
Die Band hat sich leider dann aufgelöst, weil wir angefangen haben zu studieren, ein paar von uns. Okay. Weil es gab schon, auch Sony war mal aufmerksam auf uns, so sah nicht so schlecht aus. Mhm. Vielleicht aber auch doch, ne, weil auch die Disziplin war nicht da. Das war alles, also ich war vielleicht 18, 19. Also Anfang der 90er. Ja. So die Zeit, als der Grunge aufkam? Ja, Grunge, Crossover, ja. Das war gerade die Zeit. Ja, genau. Okay, alles klar. Habt ihr auch Grunge gespielt oder wart ihr eher die Metalheads? Crossover. Crossover. Also Rage Against the Machine. Ja, okay, alles klar. Ja. Richtung, ja. Okay, du dann an den Drums. Da war ich schlapp. Wahrscheinlich die Knie zwischen den Ohren und dann genau. Ging es richtig. Ja, und irgendwann war Zivildienst zu Ende und dann hatte ich keine Ausrede mehr, jetzt mich nicht um meinen Beruf zu kümmern. Und dann bin ich nach München zur SAE und habe Tontechnik studiert. Und so bin ich dann live hinter dem Mischpult gelandet. Aber was war die Initialzündung zu sagen, ich studiere Tontechnik? Ich hätte fast Musik studiert mit Violine dann. Ja. Und bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil die Leidenschaft war nicht groß genug. Talent durchaus, schätze ich mal. Also Violine ist ja auch ein sehr fleißorientiertes. Es gab Leute, die es gesagt haben, ich weiß es bis heute nicht genau. Das musst du mir bei Zeit mal vorspielen. Vielleicht, wenn ich meine echte Violine brauche, dann rufe ich dich mal an auf jeden Fall. Ja, mittlerweile durch das viele Gitarrenspielen mit den Bundabständen, ja. Das verträgt sich nicht gut mit Violine. Da muss man sich, glaube ich, für eins von beiden entscheiden, weil die Abstände zwischen den Tönen anders sind. Ja, ich habe mir irgendwann vorgenommen, mal alle Instrumente einfach auszuprobieren, auch die ich nicht kann. Habe mir dann selber eine Violine gekauft und dann erstmal mit dem Bogen rumgekratzt und festgestellt, dass da gar nichts funktioniert. Ja. Da kam nichts raus, weil auf dem Bogen war noch kein Kolophonium drauf oder wie das Zeug heißt irgendwie. Und habe dann festgestellt, alles klar, so das mit den Abständen, das ist so, wenn man das übt, kann man das so einigermaßen drin haben. Aber speziell in diesen hohen Lagen, das ist ja so fuddelig, wie kann man, also das kannst du heute auch nicht mehr wahrscheinlich. Müsste ich sehr viel wieder üben. Das ist ein wahnsinnig frustrierendes Instrument, gerade am Anfang, weil du halt auch nur Melodie kannst eigentlich. Du hast ja keine Harmonien. Nicht wie mit Klavier, da gibt es Melodie, Harmonie, Rhythmus, du kannst alles alleine machen. Ja. Mit Violine brauchst du eigentlich immer Unterstützung. Meine Mutter hat mich am Klavier begleitet, deshalb war es für mich okay. Aber der Einstieg ist natürlich eine Katastrophe, ne? Diese Feinmechanik oder Feinmotorik. Ja, ja. Und das klingt einfach schrecklich erstmal. Ja, das kommt noch hinzu. Ne? Bei der Gitarre tut es nur weh, wenn die Saiten in die Finger drücken. Bei der Violine tut es nicht nur weh, es klingt auch noch furchtbar. Hm. Und bei der Trompete klingt es auch furchtbar. Und laut. Und laut auch noch. Und beim Klavier ist es halt so schön, du drückst C und dann kommt C, Ende. Ne? Ey, aber der trotzdem, Zugang. Jedes Instrument lohnt sich. Ne? Also echte Instrumente, das ist nicht dasselbe wie eine DAW. Nein, definitiv nicht. Wobei ich die DAW-Vorteile immer genieße, vor allem an Stellen, wo ich dann mit meinen technischen Fähigkeiten hinterher hänge und dann das zumindest halbwegs kaschieren kann durch irgendwelche Sachen. Ich bin zum Beispiel nicht mit Tasten groß geworden. Ich hätte gerne Klavier gelernt, aber als Scheidungskind reichte das Geld leider nur für eine Gitarre. Außerdem war die Wohnung klein, hätte ja so kein Klavier reingepasst. Deswegen bin ich über die Gitarre dazu gekommen. Aber ich hätte gerne Klavier tatsächlich gelernt. Heute würde mir das wahrscheinlich helfen. Ich kann ein bisschen spielen, aber da hilft mir dann die DAW tatsächlich weiter. Du hast es dann in der SAE, hast du da Musikproduktion nur gemacht oder welche Bereiche hast du dann da tatsächlich richtig amtlich von Grund auf gelernt? Audio Engineering heißt das und Tontechnik im weitesten Sinne, ne, wo ja wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Jobs nichts mit Musik zu tun hat. Ich habe auch dann ganz viele Sprachaufnahmen für irgendwelche Tutorial-DVDs nachbearbeitet, Parteitage gemischt, ne, solche Industriejobs sind halt viele und gut bezahlt. Ja. Aber das finde ich gerade spannend auch. Ne? Das heißt, man kann sich so 2-3 Tage pro Woche was Seriöses suchen, um genug Geld zu haben erstmal für eine Wohnung und nebenher versuchen mit Musik was an den Start zu kriegen. Das fand ich eine sehr interessante Mischung damals. Wobei sich die beiden Bereiche natürlich schon deutlich unterscheiden. Bei einer Konferenz würde ich jetzt mal sagen, die Hauptaufgabe ist ein bisschen EQ und hauptsächlich Fader und der Mute-Knopf an und aus, wann wer spricht und so weiter. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und bei einer Musik ist so ein Live-Mixing-Job natürlich schon eine komplett andere Baustelle eigentlich. Aber es sind dieselben Tools. Es sind dieselben Tools, tatsächlich. Ja. Aber stirbt man da nicht vor lauter Langeweile bei so einem Event? Doch, klar. Natürlich. Also bei einem Parteitag. Definitiv. Und dann ist es vielleicht noch eine Partei, die man auch gar nicht so gut findet. Ja, gut, da muss man Inhalt vom Beruf dann auch trennen können, tatsächlich. Gut, da kann man Geld verdienen, aber dann hast du ja den Schritt tatsächlich doch in die Musik reingeschafft. Ja. Ja. Aber wie verbinde ich jetzt den klassikorientierten Metal-Crossover-Head mit Hip-Hop-Musik? Wo ist da die Verbindung zu suchen? Ja, dieses ganze
ich höre eine Musikrichtung, das gibt's ja gar nicht wirklich. Nein. Also eigentlich würde ja jeder, würde in jeder Musikrichtung was finden, wenn man lange genug sucht. Ja. Und ich bin halt mit sehr vielen, wie wahrscheinlich alle, mit sehr vielen unterschiedlichen Einflüssen groß geworden. Und zu Hause gab es ganz viel Klassik und ein Udo Jürgens Album, das mich auch sehr beeinflusst hat. Das Udo Jürgens Album, ja, das würde mich wundern, wenn nicht. Und dann war ich irgendwann halt auch Fan von Deutschrap und fand das selber gut. Und irgendwann kam dann halt die Idee, vielleicht mal ein Beat zu machen, gerade mit so einem klassischen Background oder mit heftigen E-Gitarren drin. Das gab es halt auch nicht so oft. Ist ja auch Crossover quasi, ja, ne? Irgendwie ja. schon. Und das liebe ich bis heute am Hip-Hop, weil in Popmusik gibt es Regeln. Ja. In Schlagermusik, es gibt überall Regeln. Überall gibt es Regeln. Ja, so lange darf das Intro sein, wir brauchen einen C-Part, das ist der Ablauf, Song dauert so lange. Ja. Im Hip-Hop gibt es das nicht. Wenn der Rapper das geil findet, dann habe ich meinen Job erfüllt und das liebe ich. Ja, also wenn es richtig drückt und knallt und der Rapper die Basis hat, wo er seinen Text drauflegen, seine Geschichte drauflegen kann. Genau, ich muss wirklich nur eine Person überzeugen. Ja. Und er überzeugt dann das Publikum. Okay, aber welcher Deutschrap hat dich dann, ich meine, klar, du kommst aus dem Schwäbischen, dann werden die vier dich wahrscheinlich beeinflusst haben oder wer wird das gewesen sein? Ja, ich weiß nicht, damals war halt der Kampf Fanta 4 gegen Rödler im Hartreim-Projekt gerade sehr groß. Und für dich als Schwabe? Und ich habe das damals auch ernst genommen. Ja? Heute weiß man ja, dass es hinter den Kulissen ist, das oft sind wir Zuhörer. So wie Hose und Ärzte, ne? Genau, wir sind die Einzigen dann, die das wirklich ernst nehmen manchmal als Fans. Ja, und also ich fand schon immer diesen Frankfurt-Spirit. Also mehr so diesen Ghetto-Style. Das Düstere, das Melancholische, Nachdenkliche. Ja. Und dieses Happy. Fanta 4 haben auch richtig geile Songs. Und dadurch, dass der Lilo, der Keyboarder, ist ein Freund von mir, habe sehr viele Konzerte live gesehen. Aber auch Hamburg hatte zum Beispiel viel so dieses Happy-Hip-Hop in der Zeit. Ja, wie hieß das? Absolute Beginner, Jan Delay. Ja, Fettes Brot. Genau, Deichkind. Wobei, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, welche davon wie happy waren, aber mich hat eher immer so diese düstere, nachdenkliche Seite angesprochen. Ja, Fettes Brot waren wahrscheinlich so die happy Hip-Hop. Auf jeden Fall damals schon. Genau, Nordisch by Nature und so weiter. Ja, genau. Ich persönlich war damals, als du über Crossover gerade gesprochen hast, das Mega-4-Album von Fanta 4. Megalomaniacs. Ja, das brannte richtig. Richtiger Scheiß-Sound, aber richtig geile Idee. Ja, aber die Band war schon ein Ding, was mich wirklich abgeholt hat. Ich war sowieso immer auf der Viererseite. Rödelheim Hartreim war mir ein bisschen, also ich persönlich komme aus so einer Wohlfühlblase. Das heißt, so dieses Ghetto-Style hat mich auch bis heute irgendwie nicht abgeholt. So, ich fahre den dicken Benz und ich habe die goldene Kette und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht dasselbe. Ja, wahrscheinlich bin ich zu wenig im Thema. Für mich klingt das immer alles so nach dicker Ficker-Rap irgendwie. Nee, gar nicht. Ja, das ist Straßenrap. Das ist Straßenrap, okay, alles klar. Das würde jetzt auf. Nicht, das ist also nicht dein Style. Du, das ist wie bei Metal. Da könnten wir jetzt 20 Genres aufteilen. Ja. Aber es gibt natürlich diesen Aspekt und viele verbinden das ja auch. Jetzt mein Lieblingsrapper ist Vega, für den ich dann halt auch anfangen durfte, irgendwann zu produzieren. Mhm. Und er hat auch diese Straßenrap-Seiten, wo es nur darum geht, ich habe den größten und meine Stadt ist die beste. Ja. Und auch das finde ich faszinierend, wenn dieselben Leute dann auch diese nachdenkliche Seite haben. Na, so wie Moses Pelham halt auch. Ja, außer Frage. Rödelheim Hartreim-Projekt. Ja. Und der Teil, den ich mag, ist der melancholische, nachdenkliche Teil. Der inhaltlich intensivere Teil wahrscheinlich. Ja, und wo die schönen Klavierbeats mit Streichern sind. Ne? Dieses ganze Straßenrap, das hat mich weniger fasziniert. Da fand ich Berlin zum Beispiel auch eine Zeit spannend, so mit Agro Berlin und sowas. Ja. Das hat schon irgendwie auch eine Faszination und eine Realness auf eine andere Art. Ja. Zumindest bei manchen davon. Aber das war nie mein Lieblingsteil. Und wie kam dann der Weg zu Vega? Ich meine, letztendlich muss man ja dann trotzdem irgendwo in der Sphäre stattfinden, wenn man von denen wahrgenommen und wertgeschätzt werden möchte. Ja, das ist verrückt eigentlich. Das war eine Facebook-Nachricht von mir an Vega, wo ich eine MP3 mit angehängt hatte. Und ich hatte nichts released bis zu dem Zeitpunkt. Es gab kein einziges Release von mir. Und da war eine MP3 drin und die hat ihm gefallen. Und dann war ich auf seinem nächsten Album mit 4 oder 5 Songs drauf. Und das ging auf Platz 2. Ja. Ja, da fällt mir ja fast keine Nachfolgefrage mehr ein. Das ist ja der Wahl. Also du bist einfach, hast gedacht, ja, so what? Schicke ich ihm halt mal. Ich meine, wenn er klaut, okay, dann peng irgendwie. Aber ich bin zumindest mal, vielleicht sieht er die Nachricht ja sogar. Ja, ich musste mir ein bisschen Mut ansaufen noch. Hab mich nach ein paar Bieren erst getraut. Und ich saß wahrscheinlich an der Nachricht auch länger dran als an dem Beat. Weil die Nachricht war echt gecraftet. Weil ich wusste schon, wenn er sie liest, ist vielleicht meine einzige Chance. Bin aber auch nicht davon ausgegangen, dass er es wirklich lesen wird. Ne? Ja. Ich war und bin immer noch ein Riesenfan einfach. Und dachte auch nicht, dass die Rapper, aber heute weiß ich, das machen die tatsächlich, dass die ihre Nachrichten lesen
und auf solche Beat-Vorschläge auch reagieren, weil die brauchen ja die Musik. Die brauchen das Zeug tatsächlich. Für ein Album. Ja, ne? Und genau. Die sind da, die nehmen sich schon ein paar Minuten, wenn sie was kriegen, um zumindest reinzuhören. Und man kriegt schon 10, 20 Sekunden Aufmerksamkeit, kriegt man schon. Wenn der Beat dann überzeugen kann innerhalb von 10 Sekunden, schon was irgendwie gut klingt, hat man eine Chance. Wirklich. Ich fehlt ja tatsächlich da an der Stelle die Fähigkeiten, die Qualität von so einem Beat zu beobachten. Ich sehe das ja, du bist ja auch aktiv gewesen beim Producer-Network ganz viel. Und da gibt es ja dann auch diese Session, wo die zusammensitzen und Beats beurteilen. Zwei oder drei Leute sitzen zusammen, irgendwie abends spät, Bierchen ist an oder sonst was irgendwie, und sitzen dann, hören sich Beats, die eingeschickt werden, an. Und ich sitze dann da immer, wenn ich das Format sehe und denke so, ja, ist cool. Und dann finden die das aber immer alles kacke. Und dann mäkeln die an dem rum. Ich bin nicht so tief im Thema. Da hätte er gesagt, das ist ein cooler Beat irgendwie. Aber da muss man ja schon irgendwie ein Gespür für haben. Oder ist deine Einzigartigkeit dann der Teil gewesen, der bei Vega dann quasi den Knopf gedrückt hat? Eigentlich müsste man die Rapper fragen und nicht andere Produzenten. Und auch dann würde man von jedem Rapper da ein anderes Bild kriegen. Ich weiß halt zum Beispiel jetzt bei Vega ungefähr, wie der Prozess abläuft. Mhm. Na, der steht dann im Studio, läuft hin und her. Der Beat läuft 10-mal ab und irgendwann hört man so geflüsterte Worte und dann weiß ich, okay, den nimmt er. Das ist es. Wenn er anfängt, und das ist natürlich eine 100% Bauchentscheidung. Was ist das für ein Moment? Also für dich, naja, wenn du da sitzt und feststellst, es funktioniert. Das ist jetzt länger her schon, aber es kommt mir vor, als wäre es noch nicht lange her. Das ist schon eine Gänsehaut dann. Das ist schon ein magischer Moment, ne? Ja. Vor allem, wenn man so ein riesen Fan ist auch von den Leuten. Bist du dann stolz in dem Moment? Das ist der Moment. Na, später, wenn das Release kommt, dann sind wir eigentlich fertig. Ja. Dann ist es durch. Und dann können wir uns eigentlich nur noch entscheiden, weil gehört haben wir den Song dann schon und gefeiert. Und diesen Moment hatten wir dann schon. Und wenn das Release kommt, können wir uns eigentlich nur noch entscheiden, lesen wir jetzt die Kommentare oder nicht, wollen wir uns das geben. Ja. Aber der magische Moment für mich war eigentlich immer das, na, wenn sowas passiert. Ich habe diesen Moment auch einmal gehabt, aber in deutlich kleinerer Form. Er hat auch bei weitem nicht den Coolness-Faktor gehabt. Mike Krüger hat Anfang 2010 ein Album für Mercedes-Benz rausgebracht, ein Macher-Album, wo er Songs gewidmet hat, verschiedenen Machern, also Handwerkern quasi. Das war die Idee von einer Marketingagentur. Mike Krüger schreibt dir deinen Song auf deinen Mund. Ihm fehlte noch ein Song und ich hatte zufällig einen Song da und weil ich sein Management gemacht habe, habe ich gedacht, komm, da war dann auch der kleine Jonas wieder. Ne? Ich bin zwar der Manager gewesen von ihm und hatte den direkten Kontakt, aber so einen eigenen Song rüberzuschieben irgendwie, und als er dann gesagt hat, den nehme ich, habe ich so ein kleines bisschen das auch gehabt, was du gerade gesagt hast. Finde ich gar nicht weniger cool. Mein bisschen ist doch Fame. Ja. Ist doch ein Riesending auch. Mike Krüger war ja riesig damals. Ja, vor allem ist es tatsächlich für mich, ich weiß nicht, wie das für dich ist, ich habe bis ich mit YouTube angefangen habe, quasi keine eigene Musik released. Und ehrlich gesagt bin ich auch noch erst einmal mit eigener Musik aufgetreten. Und für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, die in Coverbands spielen und so weiter, es ist total easy, in Anführungszeichen, wenn man sein Instrument beherrscht, mit Coversongs aufzutreten, weil Coversongs waren ja schon erfolgreich. Es kann also nahezu nichts schief gehen. Wenn du mit Just Can't Get Enough auf die Bühne gehst, weißt du, dass die Arme oben sind. Da musst du jetzt nicht der obertalentierteste Sänger oder sonst was sein. Der Song trägt dich auf jeden Fall. Aber dieser Moment, mit einem eigenen Song quasi nackig dazustehen und zu sagen, so, bitteschön, liebes Publikum, schön schon mal, dass ihr da seid. Das ist mein Song. Wie findet ihr den? Intensiver geht der Austausch ja quasi gar nicht. Ne? Das heißt, beschreib mir doch mal bitte den ersten Moment, wo du live dabei gewesen bist, wo dein Song gelaufen ist vor der Crowd. Da habe ich jetzt ein bisschen Gänsehaut gekriegt gerade, wenn ich da zurückdenke. Ja. Der ist nicht nur gelaufen, sondern ich habe ihn gespielt. Oh. Weil wir waren dann, Vega war mit Band auf jetzt Tour. Jetzt kriege ich gerade Gänsehaut. Und ich habe dann auch die Band betreut sozusagen und habe bei den härteren Songs Gitarre gespielt und bei den ruhigen Songs Klavier. Und dann gab es halt diesen einen Song, die Klavierballade, von dem Album, das danach rauskam, wo ich auch ausführender Produzent war. Und das hat es tatsächlich sogar auf die 1 geschafft. Wow. Und dann waren wir auf dieser Tour mit der Band. Und für mich war es das erste Mal, auch Klavier zu spielen auf einer Bühne. Weil früher mit Geige war ich hunderte, wenn nicht tausende Male auf irgendwelchen Bühnen. Das Wunderkind. Aber mit Klavier, nee, das im Orchester. Okay. Kleines, einer von 50 Leuten. Ein Lämpchen. Ja, genau. Ja, und nach dem Konzert kommen dann halt auch Leute, ne, die einem eine Story mit zu dem Song erzählen, und man sieht im Publikum, dass manche anfangen zu weinen. Das ist schon,
Das kann man in Geld gar nicht aufwiegen. Das ist der magische Moment von einem kreativen Beruf tatsächlich. Das, oh Gott. Ja, und das ist ein wahnsinniges Geschenk, wenn man sowas machen darf. Und dass du dir das ausgedacht hast, das ist wirklich, wie gesagt, das ist, also ich habe lange in Coverbands gespielt und das ist nicht vergleichbar, wenn man eigenes Zeug vorträgt und sagt, hier, bitteschön, das ist das, was ich dir zu zeigen habe. Wie findest du das? Ja, und ich hatte dann, also nach dem Platz 1 Album lief es natürlich auch eine Zeit lang so ein bisschen. Und mir wurde dann relativ schnell klar, wie egal mir das ist, wenn andere Rapper zu meiner Musik was rappen. Na, also ich habe schon noch ein paar andere natürlich, die ich auch mag und wo ich ein Fan bin. Mhm. Aber so dieser Business-Gedanke ist dann wieder von mir aus eingeschlafen tatsächlich irgendwann. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht mehr Rap-Produzent. Du bist dann auch, hast dann auch aufgehört, Beats zu machen? Oder hattest du vorher noch die Beats auch an andere Rapper gestreut? Ja, also in der Zeit sehr intensiv, wahrscheinlich ein bisschen zu viel auch gemacht. Ne? Ich war dann schon ein bisschen kaputt. Ja. Irgendwann nach so nach ein, zwei Jahren vielleicht. Und habe dann einige Zeit gar nichts mehr gemacht. Und wiederholt sich dann wahrscheinlich auch irgendwann. Das eh. Also ja. Vor allem, wenn man dann irgendwann das Gefühl hat und sich da auch selber so reindenkt. Ne? Das könnte jetzt mein neuer Beruf werden und ich muss jetzt abliefern. Und geh mal und hier läuft's doch und hier Verlag und da. Und dann hatte ich Jahre, bestimmt 4, 5 Jahre lang das nicht mehr gemacht und mich wieder auf Mixing, Mastering, YouTube irgendwann konzentriert, was ich dann sehr angenehm auch fand. Und jetzt so langsam, nach wirklich einigen Jahren Pause, jetzt produziere ich wieder ein bisschen gerade. Ja. Ich habe denselben Moment auch gehabt. Als ich mit der Covermusik aufgehört habe, tatsächlich habe ich erstmal 2 Jahre die Gitarre nicht angefasst. Ich war durch, müde, ich habe nichts mehr gemacht, um dann irgendwann mit YouTube wieder anzufangen, um Musik zu machen, weil ich Musik machen wollte. Hm. Nicht aus irgendeinem anderen Grund, weil ich das musste oder weil das mein Beruf war oder sonst was. Ja. Das hat bei mir auch viel ausgemacht. Das gehört für mich zu der Art von Lektion, wo es keinen Sinn macht, wenn einem die jemand erzählt. Das ist wie zu sagen, ey, das Essen schmeckt voll gut. Ich verspreche es dir und ich habe kein Bild davon im Kopf. Also manche Sachen muss man einfach selber mal falsch machen oder richtig oder... Ja, ganz genau. Oder einfach nur machen. Ja, dann bist du jetzt Musikproduzent quasi. Das heißt, du arbeitest für Künstler oder machst du Mixing-Aufträge oder wie muss ich mir das vorstellen in deinem Alltag? Genau, also aktuell bin ich ich habe immer so 3, 4 Teilzeitberufe gleichzeitig, schon seit vielen Jahren jetzt. Ja, viele Standbeine, wie so viele erfolgreiche erfolgreiche. Also weniger aus strategischen Gründen, sondern einfach, weil ich schnell gelangweilt bin und Probleme habe, 5 Tage oder 7 Tage die Woche was Ähnliches zu machen. Ja. Aber die Hauptteile aktuell sind schon Mixing und Mastering. Mhm. Und nebenher läuft noch Workshops, Unterrichte, Tutorials in YouTube, auch die Livestreams in YouTube. Für die SAE bist du auch weiterhin? SAE und das Produzieren aktiv. Auch. Das sind so die Sachen, aber der größte Teil ist Mixing und Mastering gerade. Wahnsinn. Und dann bist du aber nach den Jahren dann doch wieder mit Vega neulich auf Tour gewesen, richtig, ne? Genau, ich hatte dann auch, wenn er nicht mit Band war, war ich sein FOH-Ingenieur. Dann habe ich Sound gemacht. Und aber auch das kurz vor den Lockdowns zufällig schon an den Nagel gehängt, weil ich nicht mehr so viel unterwegs sein wollte und nicht die ganze Tourbelastung ist ja schon irgendwann hat man das vielleicht auch durchgespielt. Ne? Ja. Aber jetzt, dann hatte ich da ein paar Jahre Pause und bin dann jetzt mal wieder mitgegangen. Die Tour war auch nicht so groß, das waren ungefähr 10 Konzerte in den größeren Städten. Ja. Das war genau Tourbus richtig. Und allem, was dazugehört? Ja, mit Nightliner, genau. Alles, hier 12 stinkende Männer in einem Bus. Aber eine Regel war, wir mussten nach dem Konzert alle immer duschen. Achso, ich dachte extern auf Toilette gehen oder so. Ja, das ja eh. Also groß machen im Tourbus ist ja eh verboten. Da gibt es auch andere Geschichten, aber das machen wir ran irgendwie so. Wie groß ist denn der Unterschied für dich zwischen Live-Mixing und Mixing in der DAW? Was live extrem viel Spaß macht, ist, dass es jetzt für den Moment passiert. Ja. Das heißt, das muss jetzt und hier gut klingen. Und dann mache ich einen guten Job und kriege auch direktes Feedback. Und im Studio, Mixing und Mastering, muss es immer für die ganze Welt so ein Kompromiss sein. Ne? Es soll auf jeder Abhörer gut klingen, es soll auf dem Handy gut klingen. Ja. Jeder hat einen anderen Geschmack. Und live ist das einfach nicht so. Live muss es jetzt ballern. Und ich würde auch sagen, dass ich tatsächlich im Live-Mischen von diesen ganzen Dingen, die ich beruflich gemacht habe, am besten war. Und da auch die meiste Erfahrung, weil das habe ich einfach 1996 angefangen, gleichzeitig mit meinem Studium. Ja. Was hältst du von der Ausrede, wenn es nicht so gut klingt, dass der Live-Mischer, ich nehme dich jetzt mal aus, dass der Live-Mischer sagt, ja, ist halt, live ist hier großer Raum, ich weiß ja nicht, wie die Bude hier klingt und so weiter. Ist das eine Ausrede für dich? Ich erzähle dir den Hintergrund. Ein Freund von mir, Vincent Sorg, macht unter anderem die Toten Hosen und der sagt dann in diesem Fall, sagt er dann immer, ja, aber du hast gerade eine CD abgespielt, die klang gut. Dann kann es ja nicht am Material liegen. Ja,
Naja, das gibt viele Faktoren, ne? Ja. Also es kann die Anlage sein. Ich sollte einmal eine Hip-Hop-Show mischen und die Anlage hatte keine Mitteltöne. Oh. Okay, das kann im also, Hip-Hop ja teilweise noch funktionieren. Ja, gut, wenn man die Stimme nicht versteht, ne? Ja. Das kann kein Mischer der Welt. Nee. So, und dann kriegt man Signale von der Bühne. Ja. Und wir sagen immer so schön, Mischpult ist keine Kläranlage. Wenn Scheiße reingeht, kommt Scheiße raus. Ja. Manchmal geht's einfach nicht. Ja. Aber es kann auch an mir liegen. Ja, also ich kann schon ein Problem sein an dem Abend, aber es können auch andere Probleme sein. Manche kann man lösen, manche kann man teilweise lösen, manche sind schwierig zu lösen. Ja. Wenn du am FOH stehst, mischst du dann aber für den Punkt da, wo du stehst, da, wo du auch hörst. Es gibt ja auch Mischer, die dann versuchen, dass es überall gleich gut klingt, aber es geht ja gar nicht. Also allein die Räumlichkeiten, wenn es jetzt gerade Open Air ist, die Räumlichkeiten hinten an der Wand, zum Beispiel von der Halle, da ist ein ganz anderer Sound als vorne in der Mitte, an der Seite oder sonst was irgendwie. Ja. Das ist dann dein Fokus, der FOH-Platz wahrscheinlich. Ja, schwierig sind Emporen und zwar dann sowohl auf der Empore als auch unter der Empore. Ja. Ist natürlich ganz anderes Klangverhältnis, aber man optimiert es, also ich zumindest schon, vorne stehen auch die richtigen Fans. Ja. So die Mitte vom Raum. Ja. Und beim Soundcheck läuft man eh rum. Das Problem ist ja am intensivsten im Bassbereich. Mit den großen Schallwellen, die sich dann überlagern, teils auslöschen. Man geht einen Schritt nach links, hat man ein ganz anderes Basserlebnis. Ja. 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 Und das versucht man natürlich so gut, wie es geht. Das Publikum hilft, weil die sind ein riesengroßer Absorber. Ich wollte gerade sagen, wie kompensierst du das beim Soundcheck? Also man kann beim Soundcheck sicherlich gut Level checken und schon mal grob einstellen. Aber wenn dann 2000 Leute in der Halle sind, ist das ja im Prinzip eine komplett andere Veranstaltung als beim Soundcheck. Aber eine Verbesserung. Eine Verbesserung, ausschließlich eine Verbesserung. Ja, okay. Es wird nichts schlechter. Ne? Die schlucken ein bisschen von diesen unangenehmen Höhen, gerade wenn man harte Wände hat. Und die sorgen ein bisschen für Ausgewogenheit, vielleicht sogar im oberen Bassbereich noch. Ja. Klar, die Auslöschungen, da kann man wenig dagegen machen. Aber man versucht halt, auch indem man die Anlage natürlich mit einem EQ zum Beispiel einstellt, dass der Bassbereich einigermaßen ausgewogen stattfindet. Und wenn das Konzert jetzt nicht ganz proppevoll ist, dann laufe ich schon auch mal ab dem dritten, vierten Song, während die Band spielt oder der Künstler spielt, laufe ich dann schon mal im Publikum ein bisschen rum, wenn der Platz da ist. Manchmal geht es halt einfach nicht, weil alles voll ist. Und dann versucht man halt die Erfahrung vom Soundcheck, vom Rumlaufen, so ein bisschen im Kopf zu behalten und diesen Kompromiss zu machen. Ja, das heißt aber dann auch im Umkehrschluss lieber Open Air als Halle? Open Air hat keine Wände. Ja. Das ist super. Ja. Da haben wir Reflexionen nur vom Boden. Aber Open Air hat Wind zum Beispiel, der die Höhen wegbläst. Das darf man auch nicht vergessen. Und Open Air ist meistens der FOH-Platz extrem weit weg. Oder an der Seite oder sonst wo irgendwie. Ne? Also, ja. Na, das eigentlich nicht. Die haben meistens schon den in der Mitte. Ja, okay. Bei den großen Festivals. Ja, ja. Aber halt für meinen Geschmack ein bisschen zu weit weg. Also ich würde nicht sagen, dass mir Open Airs lieber sind. Die sind immer auch so groß. Ne? Ich mag auch so vom Feeling her einfach diese kleineren Konzerte lieber. Ne? Wenn es jetzt gleich 5000 Leute sind oder so, dann wird alles so anonym und so riesig. Ja, aber die Energie in der Halle ist ja dann auch nochmal eine, wenn wirklich der Schweiß dazu kommt, die Hitze irgendwie, die Luft wird nicht besser und so weiter und so fort. Das ist schon eine Energie, die man gut spüren kann. Die wir auch. Und was mir da auch noch einfällt, Entschuldigung, bei Festivals sind meistens auch nicht nur die Hardcore-Fans da. Das stimmt. Ja, weil in der Halle spielt ja meistens dann auch dieser Künstler und das ist voll mit Fans. Das ist auch nochmal ganz was anderes als ein Festival, wo Leute wegen 50 verschiedenen Bands kommen. Das heißt, welche Kapazität wäre deine Lieblingskapazität? Lieber Club, lieber mittlere Halle, lieber große Halle? Ich habe auf der, als die Popcom noch in Berlin war, damals, gab es mal so ein Exklusivkonzert von Fantafia mit in einer 500-Leute-Location. Oh. Und vorne ohne Bühnengraben, ne, man konnte direkt an der Bühne stehen, was ich dann auch getan habe. Ja. Und die sind einfach wie ganz normale Leute auf einmal. Das sind keine Stars, die man nur auf Bildschirmen sieht, sondern da steht 2 Meter vor dir steht Smudo und macht einfach Musik. Und macht sein Ding, genau. Unfassbar. Ja. Also das 500 Leute. Ja. Letztes Jahr war ich beim Biohazard-Konzert in Berlin. Das war auch Columbia Club. Ja. Auch so 500, 600, 700 Leute. Bestes Konzert. Bestes Konzert ever. Das heißt, wir machen nochmal den Sprung zurück zur DAW und um dieses schöne Gespräch auch abzuschließen, stelle ich dir jetzt noch eine Frage, die du mir bitte beantwortest und die heißt 3 Plugins für die einsame Insel. Okay, Sooth. Ich habe gerade erst 3 Plugins nämlich mir angeguckt in einem Livestream und habe am Schluss gesagt, wo fehlt mir noch was? Ja. Und mein Fazit war, Sooth könnte nicht verzichten und Hall-Plugins, die es nicht for free gibt, da würde ich jetzt irgendeine Lexikon-Emulation nehmen. Ja. Die bräuchte ich auf jeden Fall. Aber hätte ich denn Stock-Plugins? Ein EQ wäre da und ein Kompressor. Kannst du machen, was du willst? Nee.
drei Plugins für die, also die meisten nehmen, ja, sagen wir mal, EQ und Kompressor sind dabei. Okay, so Basics ja. sind da. Ja. Ja, dann nehme ich Soothe, eine Lexikon-Emulation für den Hall und eine schöne Saturation. Wahrscheinlich die Blackbox. Ja, wunderbare Wahl. Und damit kriegen wir das Gespräch auch zum Ende. Ich bedanke mich für deine Zeit und wir sehen uns dann die Tage wieder in irgendeinem Video hier im Recording-Blog. Bis dahin, mach's gut und Yassas. Tschüss.